Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Bounty Hunters, wollte ich gerade sagen. Nein, liebe Retro-Fans natürlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's dem Shellshock Murdoch an den Kragen. In der Kanalisation befindet er sich. Er sieht ganz schön verrückt aus, wenn ich mir das Bild so anschaue. Mord, Raub, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ganz normale Vorstrafen hier in dem Spiel. Wenn es hart auf hart kommt, gibt es bei den Misconducts nur eine Option. Den irren Murdoch, ein hochdekorierter, schwer bewaffneter Kriegsveteran, der seine Verdienste im Dritten Weltkrieg erworben hat. Na super. Ich glaube, wer den Dritten Weltkrieg überlebt, muss wirklich ganz schön hardcore drauf sein. Lassen wir uns mal überraschen, wie viele Versuche wir diesmal brauchen. Na super, jetzt gibt es ja auch schon Umgebungseffekte, die uns nach hinten ziehen. Als wäre es noch nicht schwer genug. Und noch granatenwerfende Gegner. Hä, was war mit der Granate los? Explodiert die im Wasser nicht, oder? So, da haben wir auch schon das erste Diebesgut. Das erfreut uns natürlich. Das erfreut mich zumindest. Ob ihr euch drüber freut, weiß ich nicht. So, Gegner mit Raketenwerfern. Natürlich. Aber der braucht recht lange zum Schießen. Das macht es uns natürlich etwas einfacher. Nein, nein, nein. Bam. Jawohl, so haben wir nämlich gleich alle mit einmal erledigt. Ich wusste zwar gar nicht, dass von oben Gegner kommt. Aber es hat ja gut gepasst. Ach, Mensch. Ah, zum Glück lassen die alle hier gut Medizin droppen. Und auch ihn ohne Probleme erledigt. Was hat denn er für eine schöne Waffe? Ein Maschinengewehr. Die nehmen wir natürlich mit. So, gab es hier noch irgendwie ein Diebesgut? Obwohl, wir haben gerade erst eins gefunden, ne? Ja. Checkpoint Charlie haben wir auch erreicht. Ist schon der Endgegner. Steht zumindest nicht da, Zielperson entdeckt. Wären das jetzt hier schon die normalen Gegner, oder? Wie darf ich mir das... Wie darf ich mir das vorstellen? Mensch, sag mal. Nein, nein. Ja, und jetzt schaffe ich es nicht hochzukommen. Ach, ist das sinnlos. Mach doch mal ein bisschen schneller. Nein, keine Fässer. Kriegen wir den? Nee, ne? Na gut. Wo ist er denn hingeflogen? Ah, hier gibt es ein Köfferchen. Ja, das können wir uns eigentlich schon nehmen. Ach, hier hätte es auch noch Medizin gegeben. Vielleicht doch schlauer gewesen, den Koffer aufzuheben. Ach, hier ist eine Deckung. Sehr gut. Wow, das ist mir echt irgendwie zu nah dran. Da hat mir die andere Seite drüben besser gefallen. Da war der gefühlt nicht ganz so nah an uns. Ja, ja, und schnell hoch. Und, oh Mensch, spring doch. Junge, es geht um dein Leben. Was ist los mit dir? Ja, klar, drei gefressen. Jetzt sind wir gleich wieder tot? Nur weil der zu dumm zum Springen ist. Ach, und wieder hier runter. Geil. Komm, rutsch schnell. Nein. Gib mir die Medizin hier drüben. Kommt der nicht so tief? Bin ich hier komplett safe, wenn ich hier unten bleibe? Das wäre natürlich ziemlich geil. Ach, ja. Soll der natürlich auch nur richtig springen. Wie viel Leben hat denn der noch? Ach, dort. Jetzt wird's angezeigt. Granatwerfer ist am Start. So, naja, kommt der bestimmt gleich wieder hier rüber. Komm her. Kriegst du eine schöne Granate am Kopf. Das war ein bisschen früh. Und das war auch zu früh. Ne, zu spät. Hä? Super, wir haben noch ein Leben. Ich glaube fast, wir brauchen einen zweiten Versuch für den Guten. Das nervt natürlich mit dem... So, rutschen, ja. Stimmt. Ach, shit, falsche Taste. Komm. Hey. Hey, hat uns das jetzt wehgetan? Nee, Gott sei Dank. Gut, den haben wir doch geschafft. Ich hätte nicht dran geglaubt, weil ich am Anfang so jämmerlich verkackt habe. Ein Checkpoint, liebes Spiel. Auch schön, Liebesgut liegt einfach da. Checkpoint auch. So kann es doch weitergehen. So, Danger, keep out.
No civilians beyond this point. Oh, wir dürfen ja nicht weiter. Na dann, liebe Freunde, schön, dass ihr zugeschaut habt. Nein, Spaß beiseite. Wir trauen uns natürlich. Was ist denn für... Oh, was ist denn für Danger, wollte ich gerade sagen. Und da haben sie es uns gerade gezeigt. Och, keine Minen. Ich mag keine Minen. Ich übersehe die immer. Und ich krieg die nicht mal kaputt geschossen. Also drüber springen oder kriege ich die irgendwie... Okay. Dann geht's ja noch. Okay, das geht noch. Ich glaube, hinter der Tür ist noch ein Diebesgut. Also müssen wir auch hier die Mine noch auslösen. Yep. War das schon das dritte? Jo, das ging relativ easy heute. Sehr schön, haben wir zumindest schon mal das. Ich hoffe, dass der Endgegner nicht allzu schwer wird, dass wir dann dort jämmerlich versagen. Ich hätte auch gern mal eine Runde, auf die ich stolz sein kann. So, los jetzt. Da waren doch noch mehr, oder? Ja. Nein, nein, ach. Ah. So viel zum Thema. Ich hätte gerne eine Runde, auf die ich stolz sein kann. Gut, am Anfang habe ich ja auch erstmal jämmerlich verkackt mit runterspringen. Ach, komm, morgen kann ich den nicht kicken. Doch, geht. Ach, Mensch, ich wollte schießen. Nein, ich vergesse immer, dass die mit ihrem Hockeyschläger zu heftig sind. Okay, AK nehmen wir natürlich mit. Den Raketenwerfer fallen lassen? Nö, leider nicht. Und auf zur nächsten Runde. Da war er schon. Das ging ja relativ fix diesmal. Ja, ich wirke sehr lebendig. Könnte daran liegen, dass ich lebendig bin. Oh, shit. Ah, shit. Irgendwie ist das zu nah dran. Da kann ich gar nicht reagieren. Nee, das macht man nicht. Eine Mine noch da oben. Die müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie deaktivieren. Scheiße, irgendwie richtig bescheuert mit der Deckung hier. Nein! Oh, warum wirf... Seit wann schlagen die denn nach unten? Okay, erstmal eine Medizin und dann nehmen wir die hier oben noch. Das war natürlich wieder ein richtig episch schlechter Start von mir. Ach ja, genau. Er schießt aber auch echt schnell. Sobald er sich rumgedreht hat, geht hier die Action los. Mal, geht's dir gut? Hast du Probleme? Wir können doch auch miteinander reden. Ah, okay, danach ist er erstmal so ein bisschen paralysiert. Ah, ja, ich hätte die Zeit ausnutzen sollen. Komm, hör auf und dann kann ich ballern. Nein, ich bin zu früh raus. Ich brauche das Köfferchen hier oben. Also ohne Deckung traue ich mich auf jeden Fall nicht, dem gegenüberzutreten. Ah, hau ab. Nein. So, eine andere Waffe wäre schön. Hier hinten hat man noch eine Maschinenpistole rumliegen. Oder Maschinengewehr. Ach du Scheiße, was macht er denn jetzt? Boah, Junge, ruhige dich. So, wie der aber auch rumschreit. Kein Wunder, dass er einen Weltkrieg überlebt hat. Er so verrückt ist. Ah, los, stirb, gib Medizin. Jawohl, nein, hat nichts gebracht, die Medizin. Ey, Junge, der ist doch auf Drogen. Nein! Es wird mir hier wirklich langsam ein bisschen zu hektisch. Medizin, die nehmen wir mit. Nein, keine Granaten. Zwar auch ein Granatwerfer hier unten, aber ich würde es erstmal bei der Maschinenpistole belassen. Oh Mensch, wirklich, wie schnell der aber auch wechselt. Ich muss mehr an Deckung bleiben, das bringt sonst alles nichts hier. Hey, ich bin an Deckung gegangen. Und wir haben natürlich keine Medizin mehr am Start. Ach, Mist. Und, ja, natürlich. Geh weg. Nein. 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 Nein.
Nein, und das war's. Ach Mensch. Wirklich, wie schnell ist denn der bitte unterwegs? Und dann noch die ganzen Granaten und der ganze Mist. Diesmal bleiben wir hier hinter der ersten Deckung. Ach, das hätte nicht sein müssen. Jetzt kriegt er aber gut Hit. Jawohl. Jetzt hat er ordentlich kassiert. Also wenn ich schnell genug auf die Taste drücke, glaube ich sogar fast, die Pistole ist geiler als die Maschinenpistole. Ah, die Deckung ist gleich kaputt. Scheiße. Nein. Und ich habe das Köfferchen eingesammelt. Ach. Das hätte ich mir eigentlich aufheben wollen. Ich will jetzt erstmal die Typen hier hinten loshaben. Na komm runter. Nein, keine Granaten. Ja, nehmen wir uns doch erstmal die AK mit. Ach shit. Okay, er scheint aber die Granaten immer gleich zu schießen. Zumindest sind wir auf dem Dixie-Klo meiner Meinung nach relativ sicher. Schaffen wir den? Ja, jetzt. Gib mir Medizin. Keine, dann nehmen wir die hier oben erstmal. So, wir können die Granaten mal noch einsammeln. Vielleicht nicht unbedingt, wenn er in seinem Rage-Modus ist. Komm hoch. Komm hier hoch. Kommt nicht hoch. Okay, ah. Ui, dass wir das überlebt haben. Spring runter. Oh. Hat er fast gar nicht gehittet. Ah. Jetzt ist er wieder im Rage-Modus. Nein, und wir springen dem voll in die Arme hier. Ah, und ins Feuer gerannt. Mensch, was ist denn nur los mit mir? Sag mal. Sah gerade noch so gut aus und jetzt immer wieder kurz vorm Sterben. Da unten liegt noch eine Medizin. Runter. Nein, ich war zu langsam. Ich hätte rutschen sollen. Ah, na gut, dann wohl wie immer 3 Versuche. Zumindest hoffe ich das jetzt einfach mal. Hier, ich nehme jetzt wirklich mal die Pistole. Ich glaube, hier in dem Modus sind wir damit wirklich schneller unterwegs. Es tut mir leid, falls ihr Tastaturgeräusche hört. Ich versuche die immer so gut wie es geht rauszufiltern, aber ich muss hier so doll auf die Tastatur hämmern. So, jetzt machen wir den erstmal kaputt. Danach machen wir den kaputt. Das lief gut. Ah, ich glaube, das Maschinengewehr macht ein bisschen mehr Schaden. Das können wir schon mitnehmen. Wo ist er denn jetzt? Ach, der war die ganze Zeit wieder paralysiert. Verdammt, und ich habe es verpasst. Nein. So, diesmal heben wir uns das Köfferchen wirklich auf hier oben. Ah, shit. Ich möchte das nicht. Kommt der hier hinter damit? Ja, genau. Aber wir haben immer noch das komplette den kompletten Medizinkoffer. Ich will immer Köfferchen sagen, ich weiß gar nicht warum. Haben wir auf jeden Fall noch da liegen und wir sind gerade noch voll und er hat schon bloß noch ein Viertel Leben. Ich glaube, der Versuch wird's werden. Und die Granaten haben wir auch alle noch. Oh, er hat uns die Mine weggeschossen. Das ist lieb. Ach shit, ich dachte, der kommt. Komm mal hier runter, mein Guter. Ah. Nein, ich habe den Koffer eingesammelt. Naja, was soll's. Gut, ich schnapp mir jetzt trotzdem nochmal die AK. Ach, irgendwie ist das echt kacke. Ich bleib hier hinten in der Ecke. Nein, bleib ich nicht. Ach, shit. Und jetzt wieder jämmerlich verkackt hier. Komm runter. Ach, shit. Wir sollten jetzt kein Leben mehr verlieren. Wir haben ihn fast. Ich bleib wieder auf dem Dixie stehen. Hier sind wir safe. Jetzt wird er gleich wieder schießen, genau. Nein, nein. Och, come on. Ey, nicht noch ein Versuch. Das, nee, auf gar keinen Fall. Jetzt aber. Mach den doch tot. Er ist fast tot. Komm hoch. Junge, komm. Nein. 1 Millimeter Leben. Och, Mensch, wie kann ich nur so dumm sein?
Also wirklich, die Leute, die das hier auf knallhart spielen, vom Schwierigkeitsgrad her, ihr habt alle einen Schaden. Oder seid zu krass auf den 80ern hängen geblieben, ich weiß es nicht. Ach. Die Granaten schon eingesammelt? Ja, haben wir. Tut mir leid, wenn ich mal wieder etwas ruhiger bin. Aber ich möchte nicht noch einen fünften Versuch brauchen. Naja, so haben wir zumindest erstmal die Mine entfernt. So, ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir hier... Waren wir hier hinten sicher? Ja, waren wir. Aber dann kommen die Schüsse und dann muss ich schnell weg. Ja, okay. Na, komm runter. Ah. Scheiße, ich hab die alle verworfen. Aber es sieht gut aus. Nein, runter mit dir. Scheiße. Nein, bloß noch ein Leben. Schnell zum Koffer. Schnell. Jawohl. Ich mag das nicht, wenn der nicht im Sichtfeld ist. Dafür ist der mir zu aggro unterwegs. Ah. Wieder aufs Dixie. Merkt euch, wenn euch alles zu viel wird, einfach aufs Scheißhaus. So. Jetzt komm hier hoch, mein Freund. Jetzt hab ich dich. Jawohl. Das lief doch um einiges besser. Wie viele Tote waren das jetzt hier, ne? Ah, Wahnsinn. Wenn das hier ein Tod pro Folge mehr wird, dann brauchen wir für die letzte oder für das letzte Level 1,5 Stunden. Na gut, es war nicht die beste Leistung von mir, das gebe ich offen und ehrlich zu. Es wird aber auch immer schwieriger. Und wie gesagt, gleichzeitig quatschen, spielen, konzentrieren ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Mal schauen, wer uns da an den Kragen will. Und dann bis bald. Ciao, ciao.